Vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank, Herr Strumpf, für die tolle Organisation dieses wichtigen Branchen-Events. Liebe Gäste, bevor wir mit unserem Vortrag Qualitätsdaten für erfolgreiche Kooperationen beginnen, möchten wir uns kurz bei Ihnen vorstellen. Henry, wenn du damit einverstanden bist, breche ich mal das Eis. Ich habe ja schon angefangen. Mein Name ist Junaid Andac. Ich bin Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von King & Spalding. Ich berate nunmehr seit 12 Jahren im Investmentrecht. Ich strukturiere Immobilienfonds sowohl im geschlossenen als auch im offenen Bereich, im Spezial- und im Publikumsfondsbereich. Ich berate in diesem Zusammenhang Kapitalverwaltungsgesellschaften, Asset Manager, institutionelle Investoren, Family Offices, Banken und Verwahrstellen zu sämtlichen immobilienfondsrelevanten Themen, das heißt zum Investmentrecht, Aufsichtsrecht, zu immobilienrechtlichen Fragen, gesellschaftsrechtlichen Fragen und eben auch zu Themen rund um ESG. Die Kanzlei King & Spalding, wir sind eine internationale Anwaltsgesellschaft. Wir wurden gegründet 1885 in Atlanta, USA. Seitdem ist einiges an Wasser den Main runtergeflossen. Wir sind kräftig gewachsen. Wir zählen heute 23 Büros weltweit, sind etwas über 1300 Anwaltskollegen. Und unser Büro in Frankfurt haben wir gegründet im Jahre 2007, damals mit einem ganz strikten Fokus auf die Immobilienfondsindustrie. Diesen Fokus haben wir uns bis heute beibehalten. Seitdem sind einige weitere Schwerpunkte hinzugetreten. Aber die Beratung der Immobilienfondsindustrie ist nach wie vor eines unserer absoluten Schwerpunkte. Im Bereich ESG sind wir der Meinung, braucht die Immobilienfondsbranche einen interdisziplinären Beratungsansatz. Was meinen wir mit interdisziplinärem Beratungsansatz? Wir meinen damit, dass es nötig ist, dass wir juristisches Know-how mit technische Expertise verbinden, damit wir ESG-Strategien, ESG-Lösungen präsentieren können, die auch tatsächlich gewinnbringend sind, die auch funktionieren für die Immobilienfondsindustrie. Wo beziehen wir den technischen Sachverstand her? Den beziehen wir von unseren guten Freunden von X-Project her. Einer davon steht heute neben mir, Henry. Vielen Dank. Junaid, ich übernehme das Zepter dafür. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier gemeinsam in diesem Rahmen nochmal über das Thema unterhalten, austauschen können. Ist natürlich im Rahmen auch der Vorgespräche ganz spannend gewesen, was man so alles mitnimmt. Wir als Haus sind seit fast 25 Jahren am Markt im Bereich der Digitalisierung, Dokumentationslösungen, Datenverarbeitung, ESG, technischen Dienstleistungen aus den Bereichen Due Diligence, Monitoring, BQÜ. Wir sind mit einer eigenen Plattformlösung am Markt. Ich persönlich bin verantwortlich im Hause für die strategische Produktentwicklung, das heißt also am Markt zu entwickeln. Und durch die Tätigkeiten an der Hochschule ist es uns möglich, dass wir aus der Wissenschaft aktuelle Standards in den Markt und in unsere Produktentwicklung einfließen lassen können. Damit Sie uns nicht vergessen, in der Gesamtübersicht der Unternehmen.